habe mich eigentlich entschieden, in der Pflege zu arbeiten, weil meine Mutti tatsächlich in der Pflege ganz viele Jahre gearbeitet hat. Und da habe ich einfach gedacht, ich mache mal ein freiwilliges soziales Jahr mit dem Hintergrund, eine Hebamme zu werden. Das hat sich dann aber irgendwie nicht mehr so für mich ergeben, weil ich mir dachte, der Beruf als Pflegefachkraft ist tatsächlich so vielseitig, so schön auch. Ja, und das hat mich einfach begeistert, weiter in der Pflege zu bleiben. Pflege bedeutet für mich Zukunft, Wachstum, Menschlichkeit und Respekt vor mir selber und auch vor den anderen. Und ich liebe es einfach, Menschen zu unterstützen und ihnen dabei ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und genau deshalb habe ich mich für den Beruf Pflegefachkraft entschieden. Den eigentlichen Grund kann ich dazu gar nicht nennen. Ich bin seit 28 Jahren jetzt in der Pflege tätig, seit 26 Jahren hier in dem Unternehmen. Ich begegne Patienten in ihren schwersten Situationen. Es erfüllt mich jeden Tag, ein Stück einfach dazu beizutragen, dass es ihnen wieder gut geht, ein Stück einfach wieder Einfachheit zu geben und das Gefühl, dass man für jemanden da sein kann. Krankheit kennt keinen Tag, keine Zeit, keinen Ort und ich möchte einfach ein Teil davon sein, dass es dem Patienten einfach an nichts fehlt. Ja, und das selber macht mich glücklich, jeden Tag eine gute Tat. Also ich bin in die Pflege gegangen, auf jeden Fall, weil die Dankbarkeit von den ganzen Leuten ja, mir einfach gut tut. Ich freue mich, wenn ich sehe, die Leute, denen geht's gut, die sind fröhlich, die lachen. Ein Stück Ressource, die sie vielleicht noch haben, die zurückzuholen oder zumindest das zu schaffen, dass die das beibehalten können. Und das motiviert mich einfach. Ich komme jeden Tag hierher, eigentlich mit Lächeln ins Gesicht, weil mir gefällt es einfach. Ich mag diese Pflege, ich mag den Beruf, ich habe die Ausbildung sehr gerne gemacht und ich bin froh, dass ich in diesem Beruf bin. Also mir macht es Spaß. Ja, meine Motivation hier im Pro Seniore in die Pflege und in die Betreuung zu gehen, ist die, dass ich den älteren Menschen einfach noch eine schöne Zeit bereiten will, denen ein bisschen Freude machen will, mit ihnen singen, mit ihnen lachen möchte, weil diese älteren Menschen haben unsere Gesellschaft groß gemacht, haben ihr Leben lang gearbeitet und haben es einfach verdient, dass man sich liebevoll um sie kümmert. Jeden Tag aufs Neue freue ich mich auf die Arbeit, auf mein Team, auf meine Kollegen, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir die Bewohner betreuen dürfen, dass sie einen sehr viel Dankbarkeit zurückgeben, dass es den Bewohnern gut geht, dass es denen an nichts fehlt, dass wir nicht auf Besuch warten müssen, sondern dass wir uns halt auch um sie kümmern und umsorgen, als wie wären es unsere Familienmitglieder. Was mir natürlich auch am wichtigsten dabei ist, ist einfach dieses gegenseitige Lernen voneinander. Ich kann sehr viel von den Patienten lernen und mitnehmen, weil sie natürlich auch schon so viele Erfahrungen haben und so viel in ihrem Leben erlebt haben. Doch trotz dessen können sie auch viel von mir lernen. Das heißt, das ist ein gegenseitiges Gegen und Nehmen, ein gegenseitiges Lernen. Ich lerne von dir, du lernst von mir. Und natürlich auch diese Beziehung, die man da miteinander aufbaut, diese kleine Freundschaft teilweise, die man mit manchen Patienten hat. Und ja, natürlich auch die Dankbarkeit, die damit verbunden ist, ne? Mit der Hilfe, dass ich tagtäglich da bin. Und das merkt man einfach auch, dass sie froh sind, dass jemand da ist, mit dem man sich unterhalten kann, der einem hilft. Ja, und diese Dankbarkeit stärkt mich einfach nur Tag für Tag. Und deswegen treibt mich das an, weiterzumachen. Aus anfänglichem Interesse wurde irgendwann einfach eine Herzenssache, weil ich kenne das aus eigenen Familienverhältnissen, wie schwer es sein kann, Familienangehörige zu pflegen. Und deswegen, um da einfach so ein Stück Last auch von den Angehörigen zu nehmen und einfach zu zeigen, dass jemand da ist, deswegen bin ich Altenpfleger geworden. Meine Beweggründe, eine Ausbildung in der Pflege anzufangen, waren damals die Zusammenarbeit mit den Menschen. Man lernt jeden Tag eine neue Geschichte kennen. Man erfährt so viel von ihren Geschichten. Und einfach die Dankbarkeit, die man zurückbekommt für die Arbeit, die man macht von den Bewohnern. Das ist einfach das Schönste eigentlich am jeden Tag wieder. Und warum ich hier bei der Firma Zwinscher angefangen habe, war man arbeitet im Team in einem Haus, aber trotzdem ist man in der Wohngemeinschaft mit seinen Bewohnern alleine und kann so auch den Tagesablauf individuell bestimmen mit den Bewohnern zusammen. Und das macht mir Spaß. Ja, also es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, in der Pflege zu arbeiten, da man die Dankbarkeit der Menschen jeden Tag zu spüren bekommt. Und da weiß man genau, dass man im richtigen Beruf gelandet ist. Meine Entscheidung für die ambulante Pflege war die Tatsache, dass es zu den emotionalsten Bereichen gehört,
weil man ganz einfach die Patienten über einen langen Zeitraum begleitet und nicht nur Hilfe in erster Linie, sondern eben auch Ansprechpartner und Problemlöser bei Nöten und Sorgen ist und oftmals auch die einzige Bezugsperson. Ich arbeite sehr gerne in diesem Unternehmen. Wir sind sehr breitflächig aufgestellt. Wir unterstützen viele unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Dazu muss ich auch sagen, ich habe ein super tolles Team. Wir sind super strukturiert. Wir haben eine gute Philosophie auch im Team. Und deswegen macht das Arbeiten tagtäglich immer mehr Spaß und ich komme wirklich gerne hierher. Ja. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Er ist individuell. Es hat viel mit Teamarbeit zu tun. Wir arbeiten sehr nah am Patienten. Man baut irgendwann eine Vertrauensbasis auf. Es ist einfach schön, die Leute, die Patienten glücklich zu sehen. Die sind oft alleine, haben keinen, der zu Besuch kommt. Und da freuen sie sich, wenn am Tag mal 1, 2 oder 3 Mal einer vorbeikommt und ein nettes Gespräch mit ihnen führt. Also am meisten inspiriert mich an dem Beruf die ganzen herausfordernden Aufgaben, die verschiedenen Aufgabenbereiche, zum Beispiel das Medikamente stellen oder herrichten, das Helfen bei den Patienten, die glücklichen Gesichter, wenn man geholfen hat, die Nähe zum Patienten und vor allem die Flexibilität, dass man, wie wir in der ambulanten Pflege, sehr flexibel sind und von Haus zu Haus fahren und nicht den ganzen Tag das Gleiche sehen. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich mich schon immer sehr gerne um ältere Menschen gekümmert habe, weil ich die Geschichten, die sie erzählen, interessant finde und weil ich es sehr bereichernd finde, auch für mein eigenes Leben, ihre Erfahrungen mitzunehmen für mein eigenes Leben. Die Wertschätzung der älteren Menschen, der Angehörigen und für auch Menschen in meinem Umfeld, die wissen, ich mache diesen Beruf, wo ich einfach weiß, ich werde dafür geschätzt. Nicht nur während der Arbeit, auch nach der Arbeit. Und aus diesen Gründen habe ich mich für die ambulante Pflege entschieden. Also ich habe mich für den ambulanten Pflegedienst entschieden, weil ich einfach flexibler bin, was die Versorgung meiner Patienten oder Klienten angeht. Und diese Mitmenschlichkeit und auch Freundlichkeit vieler Klienten motiviert mich täglich aufs Neue, meinen Job zu machen. Hallo, mein Name ist Melanie. Ich arbeite seit 1998 hier bei der AWO, mittlerweile als Pflegedienstleitung im ambulanten Dienst. Ich bin nicht gerne alleine, deswegen brauche ich viele Menschen um mich. Und ich liebe die Arbeit mit den alten Menschen und es motiviert mich jeden Tag aufs Neue herzukommen. Also das Beste, was ich ja hier aufwende, ist die Möglichkeit, ständig zu lernen. Ich bin stolz auf die Atmosphäre hier in meinem Arbeitsplatz, die Unternehmenskultur und die gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit. Alle schätze ich sehr. Also hier arbeiten alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin, nämlich eine hervorragende Pflegequalität zu bieten und ein Teil davon zu sein, bin ich ja sehr glücklich und stolz. Ja, wie gesagt, ich bin Pflegefachkraft und dieser Beruf motiviert mich in dem Sinne. Es ist ein sozialer Beruf, man arbeitet mit Menschen zusammen, was ich sehr gerne tue. Die Bewohner haben ein bestimmtes Alter und ich finde auch, es ist in dem Sinne eine Respektperson. Des Weiteren ist, ob das die Behandlungspflege ist, das Medizinische, die Medikamentengabe, ist hochinteressant, es ist sehr verantwortungsvoll. Man hat Aufstiegschancen und vor allem ist der Beruf zukunftssicher. Und das gefällt mir besonders. Ich mache es sehr, sehr gerne mit Liebe und Leidenschaft. Ich gehe gerne auf Arbeit. Die Motivation für mich ist halt, die Leute zu pflegen und auch zu kleinen Erfolgserlebnissen haben wir auch schon gehabt. Und das ist eben das Schöne, wenn man jemanden bettlägerig hat, zu mobilisieren. Und das ist halt das Schöne, dass wir wieder am Leben teilhaben können, am gesellschaftlichen Leben, mit zu integrieren halt. Und das ist halt das Schöne, das baut einen auf. Man kommt dann halt jeden Tag gerne auf Arbeit, um die Leute zu pflegen, um ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Man bekommt zu viel zurück vom Bewohner, das ist halt das Schöne. Deswegen
Ich arbeite auch gerne in der Pflege und mache es auch sehr gerne. Also seit der 7. Klasse wollte ich eigentlich schon mal Krankenschwester werden, habe mich dann im Krankenhaus beworben, war fünf Jahre insgesamt im Krankenhaus gewesen, zusammen mit meiner FSJ-Zeit, habe die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Es hat nicht so ganz funktioniert, bin ich erst mal weg, weil ich brauchte erst mal so einen gewissen Abstand, habe aber gemerkt, es fehlt mir eigentlich so. Und habe dann durch eine Bekanntin, die hat mir dann gesagt, ja, bei den Pflegebienen, die suchen gerade. Und da bin ich wieder, habe einfach mal probiert, mich zu bewerben, bin wieder hin. Und und seitdem bin ich hier, mache jetzt gerade noch mal die Ausbildung zur Fachkraft, bin im dritten Jahr. Und ja, ich liebe es, jeden Tag mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wenn die lächeln, wenn die mich schon anlächeln, dann gibt mir das Motivation für den Tag. Guten Tag, mein Name ist Vicky Schmidt. Ich bin hier die Stationsleitung auf der Station 3, bin seit 22 Jahren Krankenschwester und manchmal stelle ich mir selber die Frage, warum stehe ich jeden Morgen auf? Das ist eigentlich ganz leicht beantwortet. Zum einen komme ich wirklich wegen der Patienten hierher. Es ist einfach ein tolles Gefühl zu sehen, wie sie, sag ich mal, mit Beschwerden hierher kommen und ohne Beschwerden wieder nach Hause gehen und dass ich und mein Team da Teil dazu sind oder da unseren Teil dazu beitragen. Und zum anderen motiviert mich natürlich auch megamäßig die Arbeit mit meinem Team. Ich habe tolle Kollegen, wir haben nicht immer einfache Zeiten, wir haben auch stressige Zeiten, aber es ist ganz besonders mit meinem Team zusammen, unseren Tag zu planen, mit den Ärzten zusammenzuarbeiten, mit der Physiotherapie zusammenzuarbeiten und gemeinsam eben da für den Patienten das Beste rauszuholen. Und natürlich ist auch die Arbeit, die ich mir selber einteilen kann, wo ich eigenverantwortlich arbeiten kann, ein großer Motivator für mich. Und ja, das alles ist ein Gesamtpaket, was mich jeden Morgen pünktlich, mehr oder weniger pünktlich, hier erscheinen lässt. Über Umwege habe ich hierher gefunden und habe mich dann für den Beruf entschieden. Ich habe damals angefangen in der Ausbildung als Erzieherin. Ich durfte ein Praktikum machen hier in dem Haus und ab dem Zeitpunkt stand für mich fest, dass ich gerne in der Altenpflege arbeiten möchte. Besonders an dem Haus mag ich das familiäre Umfeld und das Team, die Arbeit mit den Kollegen ist fantastisch und es motiviert mich einfach jeden Tag hierher zu kommen. Vor allem mag ich hier die Arbeit mit den dementen Personen. Der Beruf ist auf jeden Fall ein Beruf mit Herz und Leidenschaft und er ist zukunftssicher, wie gesagt abwechslungsreich und man lernt jeden Tag was Neues dazu. Angefangen von der Geschichte bis hin zur perfekten Bügelfalte oder dem richtigen Kloßrezept. Natürlich ist der Beruf der Altenpflegerin sehr anstrengend und man braucht oft ein dickes Fell, aber am Ende des Tages, wenn ich das Haus verlasse, bin ich glücklich und ich weiß, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe. Falls ihr auch den Wunsch habt, einen Beruf zu finden im Sozial- und Gesundheitswesen, dann traut euch und macht ein Praktikum in der Pflege. Also warum ich in der Pflege arbeite? Weil es mir die Möglichkeit gibt, in jeder Situation sich weiterzuentwickeln, mit lebenslanger Perspektive, zukunftssicher. Und warum ich diesen Beruf ausübe, weil er mir die Möglichkeit gibt, sich auf den Menschen individuell einzulassen und ihn in jeder Lebenslage zu unterstützen. Das steht bei mir auf der großen To-Do-Liste. Also ich bin durch meine große Schwester in die Pflege gekommen, die mich schon ganz früh oft mit auf die Arbeit genommen hat und mich hat es jeden Tag eigentlich begeistert, was die Pflegekräfte dort leisten und auch, was sie für Geschichten erzählt bekommen. Natürlich auch die Dankbarkeit, die Menschen entwickeln. Und so bin ich auch in die Pflege gekommen, jetzt mittlerweile schon 8 Jahre lang. Und ich könnte mir keinen schöneren Job vorstellen als den. Und ich motiviere mich jeden Tag damit, dass ich weiß, dass ich für viele Menschen die einzigste Person bin, die sie noch haben. Ich erfahre viele Geschichten, was Leute in ihrem 100-jährigen Leben schon so erlebt haben, erfahren haben. Und auch die Dankbarkeit, die die Menschen ausstrahlen, erfüllt mich jeden Tag in meinem Job.
Das ist meine Motivation, warum ich jeden Tag auf Arbeit gehe. Also zur Pflege bin ich eigentlich darüber gekommen, dass man zu Hause gepflegt hat. Und ich da gut ausgelastet war und mein Ziel war, das weiterzumachen. Und jetzt bin ich wirklich schon über 12 Jahre in der Pflege, wo ich dann sage, das ist das, was ich mache, was ich liebe, jeden Tag herzukommen und einfach jeden ein Stück nochmal zu Hause gebe und hier gehe ich einfach auf. Also wie ich in die Pflege gekommen bin, habe meinen Sozialassistenten gemacht und wollte eigentlich ursprünglich Erzieherin werden, aber habe dann einen anderen Weg eingeschlagen und bin durch Zufall eigentlich nur in den ambulanten Dienst gekommen und jetzt bin ich hier bei den Pflegebienen. Tatsächlich ist es die Dankbarkeit. Ich glaube, ein kleines Danke bedeutet viel, viel mehr als alles andere. Diese Dankbarkeit der Leute, wenn man hilft oder denen helfen kann, das ist schon alles wert und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Ich bin die Ramona und arbeite als Betreuungskraft hier im Himmelblau. Unsere tägliche Arbeit ist die Arbeit mit den Senioren und mir macht einfach die Arbeit mit den älteren Menschen Spaß. Es ist jeden Tag eine Herausforderung, mit Krankheitsbildern, verschiedenen Krankheitsbildern zurechtzukommen. Wir wollen einfach den Alltag einfach für die älteren Senioren so gemütlich gestalten, wie es nur geht. Mich erfüllt das, der Umgang mit den älteren Menschen jeden Tag, auch ein abwechslungsreiches Arbeiten und auch im Team an einen Strang zu ziehen. Ja, also ich bin der Sven, arbeite hier im Seniorenwohnpark Himmelblau. Insgesamt in der Pflege bin ich jetzt schon seit nunmehr knapp 20 Jahren. An der Pflege fasziniert mich einfach der Umgang mit den Leuten. Es gibt ein tolles Team. Es gibt ein tolles Team. Und es ist einfach, wir können den Pflegealltag für die Menschen gestalten. Wir haben die exklusive Möglichkeit dazu, den Alltag etwas bunter zu gestalten für unsere Bewohner. Und das motiviert mich jeden Tag, aufzustehen, hierher zu kommen und einfach alles zu geben für meine Bewohner. Ich bin in die Pflege gekommen tatsächlich als Quereinsteiger. Durch mein Umfeld und allgemein, weil meine Oma auch eine sehr schlimme Krankheit hatte tatsächlich, habe ich mich dazu entschieden, dass ich Interesse daran habe, beziehungsweise dass ich den Leuten auch was zurückgeben will. Ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Ja, und das hat mich tatsächlich alles motiviert, in die Pflege einzusteigen. Weil ich mich für die Medizin interessiere und jeden Tag andere Aufgaben habe und immer Abwechslung im Alltag. Ich habe mich für die Pflege entschieden, weil ich viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen darf und ein großes Stück an Vertrauen und Dankbarkeit zurückbekomme. Und das motiviert mich jeden Tag, aufs Neue wieder herzukommen. Der Elbkreis pflegt.